Herzlich willkommen bei RS Arbeits. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Jetzt bin ich gerade dabei, meine Futtermischung fertig zu machen für die sehr drägen Winterkarpfen. Aber irgendwie werden wir die schon noch zum Fressen animieren. Und dazu habe ich ein paar Futtersachen zurechtgestellt, sage ich mal so aus unserem Programm, was wir teilweise selbst herstellen, außer jetzt natürlich Pellets. Gerade was die Boilies betrifft. Futter ist an für sich im Frühjahr sehr wichtig. Man sollte nicht zu viel füttern, aber auch nicht zu wenig, wenn die Fische erstmal auf dem Platz sind. Aber um das hinzubekommen, braucht man natürlich gut arbeitendes Futter. Das heißt, Boilies, die ihre Inhaltsstoffe relativ schnell freigeben, gerade auch im kalten Wasser noch arbeiten. Und das tut zum Beispiel der Muschelboilie. In dem Muschelboilie haben wir einen Leberextrakt drin, Green Lipid Muscle Extrakt und Spirulina. Das sind alles 100% wasserlösliche Inhaltsstoffe, die sich selbst bei kaltem Wasser noch sag ich mal so, lösen. Ja. Um auf den Durchmesser einzugehen, viele sage ich mal so, sind jetzt nur versteift auf große Köder oder auf kleine Köder. Ich mische die Köder zum Beispiel. In dem Fall habe ich jetzt einen 20 mm Muschelboilies, wo ich mir eine Handvoll sag ich mal so, in meinen Eimer rein tue. Beziehungsweise zwei Hände voll, um noch ein paar zu halbieren nachher. Hat folgenden Vorteil, wenn ich jetzt die Boilies noch zerbreche oder halbiere, sage ich mal so, dass sich die Inhaltsstoffe noch schneller freigeben können und ich nicht nur so eine verschlossene Oberfläche habe. Des Weiteren nehme ich jetzt hier noch ein paar 16er Boilies mit dazu, damit der Fisch beim Fressen oder beim Gründen so ein bisschen Größenunterschied merkt noch und ein bisschen mehr Streuung auf dem Futterplatz ist. So, hier wie gesagt, machen wir uns ein paar Boilies klein. Ja. Oder zerbröseln sogar. Wichtig ist bloß, dass ein paar grobe Partikel, sage ich mal, so unten liegen bleiben. Das sind dann die ganzen Kugeln. Und die kleinen zerbrochenen Stücken natürlich auch der Weißfisch aufnehmen kann. Früher bleibt es nicht ganz aus, dass man auch mal einen Brassen fängt. Wobei ich in der Einstellung bin, die Größe ist jetzt relativ. Für mich ist wichtig, dass der Erfolg da ist und dass man überhaupt was fängt. So, die Boilies habe ich jetzt so ein bisschen klein gemacht. Nun kommen weitere grobe Partikel hinzu, die ich auf meinen Futterplatz bringen möchte. Das sind zum anderen Pellets in unterschiedlichen Körnungen. Haben wir jetzt hier Pellets mit einem Durchmesser von 3 mm. Na, da mache ich ein bisschen was mit zu. Jetzt im kalten Wasser lösen die sich halt noch nicht ganz so gut. In den Sommermonaten kann man natürlich gröbere Pellets nehmen. Machen wir noch eine Handvoll 6 mm Pellets dazu. Und eine Handvoll 8 mm Pellets. Somit habe ich kontinuierlich eine Ölwolke unten am Grund. Beziehungsweise im Wasser und die Pellets lösen sich ja nach und nach in unterschiedlichen Zeiten auf. Also das heißt, der kleine Pellet, der wird natürlich nach einer Stunde aufgelöst sein. Und der 8 mm Pellet, der braucht natürlich ein bisschen länger. Also der wird so um die 2 Stunden, sage ich mal so, da unten am Grund liegen und vor sich her arbeiten. So, ebenfalls Partikel sollte man im Frühjahr nicht außer Acht lassen. Das allgemeine Weichfutter, man kann natürlich jetzt hier auch mal Weichmais nehmen. Ich habe hier eine Partikelmischung, die PVA-freundlich ist. Also das heißt, man könnte die jetzt so wie sie sind im PVA-Sack mal reinmachen. Aber die ganze Sache ist jetzt hier fertig vorbereitet von uns, die ich jetzt bloß dazugebe. Hier habe ich zum anderen Tigernüsse, Mais, Weizen und Hanf mit drin. Also eine perfekte Frühjahrsmischung. So, um den Ganzen noch ein bisschen Kick zu geben, haben wir hier zum einen Liquide, das ist ebenfalls Muschel und natürlich Baitpowder. In dem Baitpowder haben wir viele Geschmacksstimulanten drin,
Und unter anderem natürlich auch diese Bestandteile, wie wir sie im Muschelboilie drin haben, das heißt Leberextrakt, Spirulina und Green-Lipid-Masse-Extrakt. Genauso wiederholt sich die ganze Sache in Flüssigform. Hier haben wir diese ganzen wasserlöslichen Extrakte drin gelöst und eine relativ ölige, ein öliges Liquid hergestellt, welches ebenfalls pH-freundlich ist. Die ganze Sache kann man jetzt kombinieren, indem man zum einen seinen kompletten Futterteppich damit benetzt oder sich seine eigene Hookpaste formt. Das zeige ich euch in einem späteren Video. Liquid immer etwas vorher schütteln, damit sich alle Komponenten nochmal vermischen und dann einen guten Schuss drüber geben. Die ganze Sache soll dann gut haften am Köder, beziehungsweise am Futterplatz. Das kann man jetzt beliebig oft wiederholen. Je dicker, also je öfter man das macht, desto dicker wird natürlich diese Bait Powder Schicht, die ich um meine Partikel, die ich hier füttern möchte, formt oder bildet. Ich wiederhole das ganze Spiel auch noch einmal, damit einfach ein bisschen mehr Attraktivität auf dem Futterplatz ist. Und die ganze Sache noch ein bisschen länger dran bleibt. Schon. Die ganze Sache fängt extrem an zu kleben und zu haften. Das ist mit der Grund, warum man aus dieser Paste und diesem Liquid ebenfalls auch die Hookpaste formen kann, beziehungsweise den Teig. Und somit ist unsere Futtermischung fertig und kann jetzt ins Wasser. Ja, um früher noch ein bisschen mehr Action auf dem Futterplatz zu bekommen, da lege ich es auch gerne gut und mal so ein bisschen mit dem Weißfisch drauf an. Anfangs soll ruhig ein bisschen Aktivität dort sein. Wenn sich der Weißfisch einstellt auf dem Platz oder der Brassen, sage ich mal, so zu aggressiv wird, dann lasse ich diese ganzen Sachen weg. Dann kommt bloß noch eine Handvoll Boilies drüber, sodass das Futter unten liegen bleibt. Aber erstmal muss Aktivität dort sein. Und dafür haben wir zum Beispiel drei unterschiedliche Grundfuttersorten. Das ist zum einen ein extra Nussfutter, das ist nussiges Grundfutter mit Milchpulver und alles drum und dran, gibt eine schöne Wolke. Zum anderen ein Green Fish Futter, wo ebenfalls Milchpulver mit drin ist und diverse andere Grundstoffe, unter anderem Fischmehl natürlich. Und unser Spicy Deluxe Futter, da kommt natürlich noch Robin Red mit dran und eine Gewürzmischung, weil die Fische mögen es jetzt im Frühjahr einfach richtig schön würzig und das stimuliert einfach den Fressrausch auch noch. Ne? Zum anderen muss ich dazu sagen, es sind Grundfuttermischungen, sage ich mal so, die man verfeinern kann. Ich habe mir hier heute noch gemahlene Bachflohkrebse vorbereitet. Das habe ich natürlich schon zu Hause gemacht, weil das hier am Wasser immer ein bisschen schwierig ist. Und zum anderen habe ich unser Green Lipid Muscle Pulver noch mal mitgebracht. Das verleiht den Grundfutter nochmal einen richtig muscheligen Geschmack, was die Fische einfach nur lieben. Unser Grundfutter findet ihr auf unserer Internetseite auf www.rsarbeits.de. Da sind alle Sorten da zu sehen und kann man natürlich im Online-Shop kaufen. Und natürlich auch diese Komponenten wie Muschelextrakt, andere wasserlösliche Extrakte. Da sollte man seiner Fantasie einfach keine Grenze lassen. Und ja, einfach das Grundfutter einfach noch verfeinern und so kommt auch ein bisschen mehr Erfolg noch dabei. Ich zeige jetzt mal wieder, wie die ganze Sache noch angemischt wird. Grundfutter ist ja eigentlich bekannt bei jedem Angler. Ich mache mir jetzt meine gewünschte Menge, die ich auf den Futterplatz bringen möchte. Die Bachflohkrebse, um das mal kurz zu sagen, hat den folgenden Vorteil. Wenn ich diese, das sind ja eigentlich mehr oder weniger wie Späne, der Bachflohkrebs selbst. In vielen Gewässern kennt der Fisch Bachflohkrebse aus der natürlichen Nahrung. Bei mir im Grundfutter soll er das natürlich wiedererkennen, aber die Hauptsache ist eigentlich, dass das Grundfutter nicht wie ein Kloß da unten liegt, sondern dass es sehr schnell arbeitet. Und deswegen kommen bei mir im Grundfutter in der Regel immer Bachflohkrebse mit rein.
ganze Sache ein bisschen verrühren dann immer, dass es nicht gleich alles wegfliegt. So, beim Muschelextrakt ist es an für sich genau dasselbe. Muscheln kennt der Karpfen auch aus seiner natürlichen Nahrung. Und genau aus dem Punkt kommt bei mir Muschelextrakt ins Futter. Das ist an für sich sehr stark, also man braucht jetzt nicht viel von den beiden Sachen. Beim Buffalo-Krebs kann man gut und gerne ein bisschen mehr machen, desto schneller arbeitet das Futter auch. Und grundlegend ist Buffalo-Krebse sind auch nicht mehr teuer. Früher war es schon ein recht teures Produkt, heute kriegt man sie eigentlich hinterhergeworfen. So, beim Wasser zu führen ist es eigentlich wichtig, dass man nicht gleich zu viel Wasser reinmacht, dass es gleich eine Pampe wird. Und zu wenig Wasser sollte auch nicht drin sein. Hinzu kommt, durch das Fischmehl zieht das Grundfutter auch noch mal ein bisschen nach. Das heißt, es kann passieren, dass man später dann einfach noch mal ein bisschen Feuchtigkeit nachgeben muss, damit man Klöße formen kann, die man dann wirft oder so zum Platz herunterlässt. Hat an für sich die beste Konsistenz jetzt. Man kann Bälle formen, die dann entweder mit der Futterschleuder, je nachdem auf welche Distanz man jetzt angelt, oder vom Boot aus halt füttern, je nachdem. Ja, soviel zu unserer Weichfuttermischung und Partikelmischung. Diese werden wir jetzt im nächsten Schritt natürlich auf unseren Platz bringen. Das heißt, wir müssen jetzt die Stellen loten. Und wenn wir da was Interessantes gefunden haben, natürlich werden wir uns jetzt im Flachwasser aufhalten, weil dort natürlich die Wassertemperaturen nach oben schießen mit dem sonnigen Wetter. Und die Fische natürlich im Flachwasser jetzt auch ihre Nahrung suchen und finden. So, um euch mal zu zeigen, wie schnell das Grundfutter arbeitet mit den Buffalo-Krebsen und allem drum und dran, habe ich hier mal ein Aquarium. Habe ich sonst natürlich nicht mit beim Angeln, aber ich schmeiße hier einfach mal eine Kugel rein. Und da können wir uns das natürlich mal angucken, was hier gerade passiert. In der Regel liegt das Futter doch ein bisschen länger unten. In den Sommermonaten ist es auch wichtig, dass es sich nicht so schnell auflöst. Aber wie gesagt, jetzt möchte ich das Partikel auftreiben. Hier sehen wir auch gerade, wie die Buffalo-Krebse so langsam an der Oberfläche steigen. Das Futter zerfällt langsam. Tipptopp. So, das Futter arbeitet natürlich schön. So sieht das natürlich unten am Grund auch aus. Wenn wir jetzt hier noch uns ein paar Pellets dazu denken und alles drum und dran, macht das natürlich ein Wahnsinnsbild.